Willkommen zurück bei Simultrans. Wieder mal bei der hässlichen Ente, wo ich am Ende der letzten Folge noch ein bisschen was an der Route geändert habe. So dass er diesmal, wenn er jetzt hier von Schwarzenhausen nach Skierastedt fährt, nochmal in Gladbach Halt macht und hoffentlich dann nicht nochmal runter nach Schwarzenhausen fahren muss, um dann nachher wieder hochzukommen. Das schauen wir uns jetzt aber einmal nochmal kurz an. Den habe ich nach der letzten Aufnahme halt nochmal wiedergefunden gehabt, den Zug. Der stand da noch ziemlich nah am Bahnhof. Jetzt müsste er halt gleich einmal, wenn er nach oben kommt, also nach Norden, dann wirklich mal Halt machen bei Gladbach. Das haben wir hier. Und dann genauso wollte ich, dass er hier halt wieder weiterfährt. So, da kann man nebenbei das ganze Ding noch ein bisschen laufen lassen hier. Gucken, wie das Geld mehr wird. Sofern es denn mehr wird, und das ist zwar auf einem relativ niedrigen Niveau, aber pendelt sich durchaus im positiven Bereich ein. Das ist nicht zu verachten. Besser als im negativen. Und ja. Wir haben hier ja ein ziemliches Problem, dass scheinbar die Deponie bald volllaufen wird, wenn das so weitergeht. So, ich komme mich gerade nicht bewegen. Schon wieder nicht. Also der hat mit dem Laden und so durchaus seine kleinen Probleme. Ja, hier sieht man es. Ist gerade so etwa halb voll. Müssen wir wirklich mal was dran machen. Aber ich würde jetzt gerade gerne erstmal einige andere Linien auf Vordermann bringen, damit wir da ein bisschen mehr Geld machen können, damit wir uns das hier ohne Probleme wirklich leisten können. Das ist zwar unser Hauptgebiet mehr oder weniger, aber die anderen Linien tun den doch hier einen guten Teil daran, dass wir hier nicht kaputt gehen. So, wir haben jetzt hier beim letzten Mal ein bisschen Strom angeschlossen und so weiter. Und ich meine, wir liegen hier ja so auch in dem Bereich, dass das Ding halb voll ist. Und da würde ich dann doch mal auf einen längeren Bahnsteig gehen. Ich glaube, ein dritter Zug macht hier gerade keinen Sinn. Das würde uns nur finanziell sehr belasten. Von daher machen wir hier noch ein bisschen länger den Bahnhof. Und dann halt auch dementsprechend die Züge. Die paar Waggons da dran zu schrauben, sollte nicht so teuer sein. Allerdings besser als halt da nochmal direkt einen weiteren Zug hinzuzukaufen. So, an hier noch dran. Und ich habe mir überlegt, wenn die dann wirklich mit dem ganzen Ding hier das auf die Dauer leer pumpen, dass wir dann wirklich doch nochmal die Stadt hier dran anschließen. Oder das Dörfchen ist ja momentan nicht wirklich viel, aber das kann sich ja noch ändern, wenn wir da mal ein bisschen was dran machen. Von daher brauchen wir erstmal noch einen Zug, den wir dann hier mal ein bisschen wieder ins Depot zurückrufen können oder halt nochmal verlängern. So, auf zum Depot, Kollege. Stopp. Langsam. Also ich finde, man hätte es auch durchaus so einstellen können, das Spiel, dass man keinerlei Bäume anklicken kann. So, gerade eben bevor er hier aufgesammelt hat, nochmal, also aufgeladen hat, nochmal schnell das Ding hier gestoppt. Also ob man wirklich diese Bäume anklicken kann, ich weiß es nicht. Halte ich für eine relativ störendes Feature eigentlich, weil es bringt nicht wirklich was. So, dann die Waggons. Wir haben hier noch Erdöl drin im Filter, von daher passt das ganz gut. Zwei Stück gehen da dran. Sind wir vom Bereich her noch in dem... Ja, wir haben ja eh nur 60er Gleise, von daher passt das. Können wir den dann gleich mal wieder starten. Hier noch zwei dran, den auch wieder starten. Der wird jetzt natürlich nicht sofort rausfahren, weil der andere eben im Weg ist, aber das sollte sich relativ schnell geben. So, dann können die jetzt noch ein bisschen mehr machen. Ich glaube, vorher war es so 1300 oder so. Das sollte jetzt halt noch ein bisschen mehr Geld geben bei moderat gesteigerten Kosten, die dazu verursacht. Ja, 1680. Das kann sich durchaus sehen lassen. Da würde ich dann notfalls tatsächlich nochmal einen dranhängen, aber das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ich denke mal, dass sie von der Auslastung hier schon ganz in Ordnung fahren. Das müssen wir halt auf die längere Zeit mal beobachten, aber ich glaube, es geht durchaus runter.
Hier kriegen wir jetzt halt durch den Strom nochmal Geld hinzu, der halt auch dafür sorgt, dass wir hier weiteres. Ach, wie heißt es nochmal? Dass wir hier halt noch eine gesteigerte Produktion haben. Und dann sollten wir uns auch wirklich mal darum kümmern, hier ein bisschen klar Schiff zu machen. Und zwar wirklich per Schiff. Dafür brauche ich erstmal wieder meine Karte, damit wir sehen können, wo es genau. Aber wir müssen in diese Richtung schauen. So. Da sind wir gerade falsch. Das ist schon eher vielversprechend. Und hier würde ich jetzt ganz gerne mal so einen kleinen Glitch vom Spiel nutzen. Ich weiß natürlich, ein Glitch ist, aber auf alle Fälle kann man es ganz gut nutzen, um da hier keine Kanäle bauen zu müssen, die man halt selber noch dann verwalten muss. Wir machen einfach hier ein bisschen höher. Ich hätte das vielleicht. Obwohl. Verdammt, ich glaube, das war doch eine scheiß Idee an der Stelle. Was soll's. Also ich weiß nicht, ob man es wirklich cheaten nennen kann, aber so kann man auf alle Fälle gut Kanäle bauen. Das sollte man dann vielleicht bei eingeblendeten Teil nochmal hier machen. Jetzt kannst du ja die Monatsanzeige. Falls ihr zufälligerweise wisst, ob man hier diesen Anzeigewert hier unten den transformieren kann, das wäre zigmal praktischer, wenn man das könnte. Also falls es dafür eine Einstellung gibt, die ich noch nicht gefunden habe, bitte mal sagen, weil im Endeffekt mit diesem Schuldenstand hier, da kann man nicht wirklich was anfangen, finde ich. Der ist am Anfang interessant, wenn man jetzt halt noch nicht allzu viel gebaut hat, aber wenn man jetzt wirklich dann großartiges Kapital im Fahrzeugwert hat, dann ja, ist das relativ uninteressant. So, mal hier. Das sehen wir auch gleich weg, der Vollständigkeit halber. Das Gute an Schiff ist auch, dass sie mehrere auf einem Kästchen fahren können. Also wir haben jetzt hier nicht ein Problem, wenn wir hier einen kleinen Kanal machen und dann sich zwei entgegenkommen, die können aneinander, aneinander vorbeifahren. So, brauchen wir hier auch noch einen. Und dann sind wir schon mal ein ganzes Stück weiter, die beiden Seen miteinander zu verbinden. Halt durch einen natürlichen Kanal, der uns dann im Endeffekt auch nicht allzu billig kommt, aber halt keine weiteren Folgekosten verursacht. So, also ich finde diese Vorgehensweise, gerade da wir momentan Geldschwierigkeiten haben, schon ganz in Ordnung so. Müsst ihr mir aber sagen, wie ihr das findet, weil im Endeffekt, ja. Ich weiß, ob es jetzt wie Bug-Using ist oder so. Ich meine, gut, teuer ist das so oder so. Und ich hoffe mal, dass das da oben ist, wie ich der Kanal ist, wo wir rein müssen. Und ja, genau da müssen wir rein. Das zu verwenden wird so oder so teuer. Das weiß ich jetzt schon. Ja, wahrscheinlich das Beste. Das geht über den ganzen Bildschirm. Das hier zwischen zu machen. Das heißt, wir gehen jetzt einmal hier hoch. Wäre in dem Fall sogar sehr praktisch, wenn ein Gebirge zwischen wäre, so ein kleines. Ist es nicht wirklich der Fall, aber egal. Warum ist aber jetzt schon mal hochgegangen? Ja, das mit der Laptop-internen Maus nicht unbedingt einfach mit diesem Touchpad. Und man sieht, unser Kontostand geht ordentlich nach unten. Das ist mal von hier aus machen, dass wir uns dann da irgendwo treffen können. Und dass ich jetzt hier ein paar Felder zu weit gehe. Das wäre ganz tragisch. Weil einfach nur unnötig teuer und das ist so schon nicht billig. Aber so kriegen wir hier eine gute Verbindung für Schiffe. Ich hoffe mal, dass das einigermaßen so läuft, wie ich mir das vorstelle auf die Dauer. Das Problem mit den Schiffen ist natürlich, wenn man ein neues losschickt, das wird erstmal ziemlich viele Kosten verursachen, dadurch, dass es halt sehr viel Kilometergeld braucht. Aber wenn es dann ankommt, kommt halt die große Lieferung. Von daher
Ich finde es in unserer Situation jetzt nicht unbedingt so toll. Weil wir so schon relativ große Schwankungen drin haben und auch die letzten Monate einige ja schon relativ große Summen auch teilweise ins Minus gesteckt haben. Da sind wir hier gar nicht mehr drauf, aber wir waren in der letzten Folge teilweise bei minus 20.000. Oh, ich hätte vielleicht ein bisschen früher aufhören sollen. Fällt mir gerade auf. Gar nicht drauf geachtet. Da können wir jetzt natürlich nichts weiter machen, als noch ein bisschen schneller laufen zu lassen. Und hoffen, dass unsere Linie diesen Fauxpas wieder raushaut. Nebenbei nochmal auf die Aufnahmetaste drücken, aber ich glaube, ich nehme ja auf. Auf wie viel das mal? Und oh Gott, wir sind bei 15.000. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Immer dann, wenn man gerade mal nicht abgespeichert hat. Okay, jetzt wieder auf. Komm schon. Komm schon. Oh, lass mich hier nicht im Stich spielen. Boah. Ja, dann hoffe ich mal, dass es ja nicht so passt. Das sieht natürlich schon extrem aus, wenn wir hier 150.000, also 1,9 Millionen Minus waren und dann hier, na gut, wir sind wieder bei 50.000. Also wirklich im grünen Bereich sind wir nicht, sondern von daher sollte ich vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen zwischenher weiterlaufen lassen. Weil 50.000 kann man ja auch nicht allzu viel anstellen. Vor allem nicht, wenn es dann teilweise auch wieder so runter geht. Jetzt sind wir jetzt zum Beispiel wieder im Minus. Da wir nur 16.000, genau das meinte ich nämlich bei der letzten Folge. Nicht gut. Gar nicht gut. Aber mir ist auch gerade aufgefallen, wir haben ja bei diesen Linien einige Sachen, die blau markiert sind. Wir haben hier Kohle Aachen. Ach, stimmt ja. Und Müll-Jena. Komischerweise, Müll-Jena machen laut dem Ding hier gerade Verluste. Kann natürlich auch daran liegen, dass sie gerade nicht angekommen sind irgendwo, sondern noch irgendwo unterwegs sind. Ja, die Sache mit dem Müll ist nämlich mit den Anhängern. Ich kann mal kurz gucken, wo ist der? Hier unten war doch irgendwo das Teil, oder nicht? Ach Gott, machen wir hier über die Linie. Deswegen war ich auch ganz froh, dass wir die ersten Folgen wirklich an einem Ort verbracht haben, weil so... warum ist hier Kohle Aachen? Da würde ich gerne mal hin. Einmal bitte dorthin springen. Es gibt nämlich, glaube ich, neue Anhänger für diesen. Gott, ich will hier gar nichts machen, ich will nur das Ding hier. Es ist immer das Blöde, dass im Hintergrund an den normalen Tools anbleiben, die man gerade hatte. So, der Tool ist noch aktuell, unsere Kohleanhänger nicht mehr. Da haben wir den hier und wir haben den anderen. Den können wir erst noch verkaufen, weil bauen tun wir ihn eh nicht mehr. Ich würde ihn aber trotzdem gerne nochmal anzeigen, weil ich meine, dass der jetzt nicht unbedingt besser ist als der neue. Wir haben hier, ich glaube, den Boy kann ich anklicken dafür, da unten steht's, 23 Tonnen Schildgut für 9 Cent pro Kilometer. Kannst du dich bitte normalisieren, Geld? Wir machen mal ein bisschen schneller hier im Hintergrund und lassen wir das mal hier so ein paar Erklärungen laufen. Ah, Gott sei Dank, es geht wieder nach oben. Also wir haben hier 23 Tonnen für 9 Cent. Entschuldigung, hier haben wir allerdings dann 25 Tonnen für 10 Cent. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es das wirklich wert ist, dass man hier 1 Cent hochgeht. Also jetzt wirklich dann nochmal ein Zehntel und... Okay, es ist auch knapp ein Zehntel, was hochgeht. Also das tut sich nicht allzu viel, aber... Ja, ich glaube, so wirklich brauchen tun wir den jetzt nicht. Bietet meines Erachtens nach keine große Verbesserung zum anderen. Es sei denn natürlich, man könnte damit jetzt mal... Man sollte das vielleicht einmal wirklich auf lange Züge ausrechnen, um dann wirklich sehen zu können, was halt für ein Unterschied ist.
Wir nehmen also mal unseren Goliath. Das war falsch. Ich hätte den gerne einmal mit hier den Dingern. So, da haben wir 11er Länge. 581 bei 550 Tonnen. Ist mir jetzt auch erst aufgefallen, dass das hier auch hier oben mit drin steht. Also 550 Tonnen, 581, also ein bisschen mehr als 1 Cent pro Kilometer. Und Tonne halt. So, jetzt nehmen wir die Dinger wieder raus. Und machen das gleiche nochmal mit dem Ding hier. So, 506, 559, okay, es bringt ein bisschen was. Also, dann halt auch auf die Länge der, auf die längeren Züge bezogen. Von daher, wie war es jetzt nochmal? Ich glaube, 581 und 5. Also, es ist nicht wirklich billiger pro Kilometer. Es kann allerdings dann halt mehr transportiert werden. Ich werde da jetzt nicht losrennen und die anderen Züge umrüsten, weil ich glaube, das wäre wirklich Verschwendung. So, hier ist den ganzen Kram wieder verkaufen. Würdest du bitte? Danke. Also, so ein bisschen laggy ist das Spiel momentan, aber ich hoffe mal, dass wenigstens funktioniert das einigermaßen, dass wir wieder ins Plus kommen. So, ich denke mal, sollte so reichen. Man könnte jetzt natürlich noch überlegen, ob man hier... Ich glaube, wir spielen einfach mal ein bisschen mit den Zügen rum, wenn wir schon mal hier sind. Wir machen einmal den. Da können wir, wie gesagt, wir nehmen mal die neuen, halt ein bisschen zukunftsorientierter. So, hätten wir 581 für 550 Tonnen. Dann machen wir mal... Was kann der jetzt eigentlich? Da kann ich noch neue mit dran nehmen. Ach so. Ja gut, machen wir mal so. Ne, das kann... Okay, das kann ich jetzt schon wieder vergessen, weil das kann nie im Leben funktionieren. Wenn wir den so nehmen, dann sind wir schon bei einem relativ hohen Preis. Okay, das läuft hier gerade ziemlich laggy. Entweder 550 Tonnen, 572, das ist schon ein bisschen besser, aber er ist arschlangsam. Ich glaube, das passt, so wie wir den Zug haben, schon ganz gut. Es tut sich nicht wirklich was vom Preis, aber von der Geschwindigkeit glaube ich schon, dass wir da ein bisschen mehr raushauen. Mittlerweile wieder auf 120 Tonnen, wir haben jetzt auch mittlerweile ja, 20 Jahre bestehen, haben wir jetzt überschritten. Und wir bestehen immer noch. Oh, Holzbahn, also haben sich wohl auch unsere... Erstmal unsere Anhänger verabschiedet, die alten. Beziehungsweise... Na, ja, geht da mal bitte hin. Ja, die Anhänger sind jetzt wahrscheinlich nicht mehr up to date. Das werde ich mir auch mal in Ruhe angucken, also... Vielleicht lässt sich da ja auch noch was positiv verändern, wenn ich jetzt nochmal den... Ah, das Depot finde. Ah ja, stimmt, das hatten wir hier unten. Wir würden halt weiterhin wahrscheinlich auf dieser Lok bleiben, hier auf unserem Goliath. Es ist ein bisschen Hin- und Her-Rechnerei, aber ich glaube, es gehört auch zu dem Spiel mit hinzu, von daher. Bretter. Ich weiß gar nicht, was da jetzt hier oder das Problem sein soll. Die scheinen ja noch alle aktuell zu sein. Soll mich gar nicht interessieren. Die Linie funktioniert super. Und da haben wir wieder alte Nachrichten von wegen, dass wir bald pleite gehen. So, 103.000, das ist meines Erachtens noch nicht genug für das, was ich vorhabe. Ich glaube, wir sollten trotzdem mal damit anfangen. Eben abspeichern, vielleicht klappt es ja doch. So, dann mal wieder Let's Play Probe, einfach nur um die Dinger ein bisschen abwechselnd zu benutzen, die Speicherstände.
dass wir im Zweifelsfall halt nochmal einen guten Schritt zurückgehen können, wenn wir halt den vorherigen Stand laden müssen irgendwann mal. Was hier jetzt gar nicht der Fall sein wird, weil wir halt noch genug Kapital haben und so. Ah, ich hoffe mal, dass es einigermaßen funktionieren wird, so wie ich mir das jetzt denke. Bis also so ich es mir ja hoffe. Weil wirklich den Plan habe ich hier gerade nicht. Ich hoffe einfach nur, dass es klappen kann. So, dann brauchen wir auf alle Fälle hier unten. Glasfabrik ist das hier. Und das ist wirklich unsere Mülldeponie. So, hier gibt es ein paar kleine Seen, aber ich glaube, die auszunutzen bringt uns nicht wirklich weiter. Dann würde ich hier einfach mal eine normale Zugverbindung anstreben. Dass wir halt wirklich den überschüssigen Müll von unserer Hauptanlage wegkriegen und hier hinbringen können. So, gut getroffen das Ganze. Sollte auch hier vorbeigehen. Ich hoffe mal, dass das aber richtig ist. Ja. Und dann so. Dann brauchen wir halt hier nochmal den Dingrich. Also mich hat's. Ich war eigentlich die ganze Woche recht gesund, aber irgendwie. Ja, dieses Wochenende schon wieder so ein bisschen am Schwächeln. Ja, zwischendurch ist man auch mal gesund, aber dann halt nicht, wenn man es gerne hätte. Das war hier das Bahndepot, oder? Die beiden Dinge sehen so ähnlich aus. Bahndepot und geschlossener Bahnfahrzeug. Weil im Endeffekt bei dem Teil da oben hier bei dem. Ach ja, so bei dem. Sagt das Wort nochmal bei der Deponie. Ne, mal bei der Müllverbrennungsanlage war es. Da liefern wir ja auch schon Leute hin. Arbeiter meine ich. Von daher können wir da nicht mehr wirklich irgendwie was noch optimieren, dass sie da. Ach, wie soll ich sagen, dass sie noch mehr aufnehmen können? Die haben einfach ihre Kapazität erreicht. Und hier haben wir noch eine Müllanlage. Da können wir uns ein bisschen verkürzen. Und das hier wird dann halt ein Umschlaghafen. Wie halt auch schon da oben bei Sprockhövel. So, und das wird dann jetzt gleich wahrscheinlich ziemlich teuer, das Ganze. So, wir brauchen jetzt erstmal einen Zug. Da würde ich mal sagen, wir nehmen hier die Lok und hauen dafür Abfall. Ja, da können wir jetzt wirklich mal den nehmen. Da haben wir 4, das könnte so gut klappen. Auch dann ist natürlich noch ein Fahrplan. Da haben wir hier ja Züge, sind wir schon, neue Linie. Einmal von da nach da. Dann wollen wir natürlich 100%ige Aufladung haben am Umschlaghafen. Und das wäre dann Frankfurter Müll, also Müll Frankfurt. Ich habe ja die angewollt, dass man so die Sachen ein bisschen besser sortiert hat. Ich glaube, den jetzt zu starten macht noch keinen Sinn. Dann. Obwohl, wir sollten den vielleicht starten, damit wir allein schon sehen, wie teuer das Ganze wird. Einfach nur, um zu wissen, ob wir jetzt wirklich dann das Ding schon wirklich losfahren lassen können, den Schiff, oder ob wir da jetzt wirklich Probleme haben würden, weil momentan haben wir da einfach Probleme.
Kannst du bitte mal den Klick aktiv? Ja, danke. So, weil der wüsste jetzt auch gar nicht, was er da machen soll. Den Hafen müssen wir da eh noch hinbauen. Und ich denke gerade über Nacht, wir den nochmal abreißen. Aber da müssen wir erstmal schauen hier, weil das wäre natürlich dann auch eine sehr attraktive Geschichte. Wenn wir schon Schiffe hier runterfahren lassen, dass wir die dann vielleicht die weniger als 10%. Die Karte bitte einmal. Wenn wir schon in dem Bereich zugange sind, dass wir vielleicht auch hier wieder was nach oben transportieren können. Ach stimmt, wir haben noch nicht mal hier. Oh, das war dumm, das war sehr dumm. Ich glaube, das kann ich gleich nochmal laden, weil im Endeffekt, wir haben ja noch gar nicht die Verbindung nach oben. Von daher war es gerade ein geistiger Kurzschluss, dass ich hier schon mal die Linie angefangen habe. Für sowas hat man Speicherpunkte, aber ja, das ist genau das, was ich sehen wollte. Weil ich meine, hier oben ist doch jener, oder? Da ist doch das genau, was wir schon angeschlossen haben. Wir haben hier eine Kohlezeche, die hier zu einem Stahlwerk. Ja, Stahlwerk ist halt nicht ganz so ideal. Ich hätte lieber noch ein Kraftwerk. Okay, kein Kraftwerk in der Nähe, aber das Stahlwerk sollte auch gut sein, die da zum Stahlwerk hinliefern kann. Das heißt, wir könnten eine Linie machen, das wird jetzt was für die nächste Folge werden, das kann ich jetzt schon mal versprechen. Die von hier bis zum Stahlwerk hier hinten irgendwo, ich glaube, das war das hier. Ach du Scheiße. Okay, da hinten ist irgendwo ein Material groß, also das ist nicht gut, nicht schlecht, eher mittelmäßig. Die Entfernung. Da könnten die halt von hier nach da Kohle abliefern, dann von hier nach da leer fahren, dann mit Müll beladen zurück, was dann hier auch abgeliefert werden kann. So, aber ich hätte eh für diesen Fall wie ein Idiot gebaut, deswegen ist das schon ganz gut, dass wir das jetzt hier nochmal sein lassen. Probier jetzt auch gar nicht mal schnell auflassen, weil ich werde jetzt gleich den Spielstand eh laden und die Linie noch nicht anlegen, weil wir können jetzt momentan noch keine Schiffverbindung hinbauen. Bisher, weil wir haben halt noch gar nicht diese Wasserwege dafür. Wir haben jetzt zwar hier unten schon halbwegs durchgearbeitet. Oh, wir haben doch eine Verbindung nach oben. Hat man auf der Karte nicht gesehen, dann bin ich heute dämlich. Tatsache. Also irgendwie habe ich auch heute keine Ahnung was. Ich muss dann hier nachher noch eine Verbindung reinmachen. Wir können mal gerade gucken. Ja, also ich werde auf alle Fälle nochmal neu laden. Die kleine Linie machen wir nochmal neu. Dann muss ich hier noch eine Verbindung reinbauen und allein schon deswegen neu, dass wir hier den Bahnhof richtig anschließen können, nämlich so, dass er hier mit dem Ding im Einzugsbereich ist. Dass er meinetwegen hier hier der Umschlagplatz, und hier ein Gleis weiter der Umschlaghafen, weil irgendwie, wenn ich jetzt hier den Umschlaghafen hinbauen würde, also nämlich den Hafenanteil, dann würden sich die gar nicht mehr zu einer Station verbinden. Von daher würde ich mal sagen, das soll es auch gewesen sein für dieses Mal. Ich werde bei der nächsten Folge probieren, das richtig hinzukriegen. Aber das wird wieder eine längere Geschichte. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.